så där har jag beide Pfote al Center Center. Sen sich eine Sensich. Ho, ho, ho. Heute haben wir den Befehl, sagt man. Wart ja auch alle schön brav. Mit dem Landesnobart. Papa. Du. Das ist. Das ist Papa. Mann. Ja. So sieht's aus. Ja, ja. Ich setz wieder ab. Heute haben wir den Pfeifersmann da. Oder? Ja. Ho, 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 ho. So. Und? Weiter? Wo sind wir? Bei welchem Türchen? Nummer 13. Bei der Nummer 13. Ja, da habe ich es ja nicht mehr lang, bis ich bei euch sein muss. Dann machen wir jetzt ganz schnell das 13. Türchen auf. Ich hab schon mal von Christian hier, von unserem Kolke, den kleinen Porsche geholt, den Diesel Junior. 108. Entschuldigung. Ja, und der Luca, der holt jetzt mal ganz fix das Tütchen. Ja? Ja. Dann los. Ich hab... Das ist... Echt? Ja. Den ganzen Tag hat der Papa doch mal die Wahrheit gesagt. Ja. Aber lieber Jung, Luca, beim nächsten Mal, wenn du das Tütchen holst, dann kommst du außen rum und gibst dem Papa das dann so, okay? Ja. Oh, dann kommen wir wieder beim Weihnachtsmann auf den Schoß, damit wir mal gucken können. Was denn in die Tütchen? Nummer 13 ist? Drin ist. Ja. Jo, ich hab meine feinen Handschuhe an, ne? Damit wir auch nichts kaputt machen. Und der Christian, der Papa von der Luca, auch nichts macht. Mitkriegt, dass ich das jetzt heute hier zusammengebaut habe. Der ist nämlich ja nicht da. Genau. Ich weiß ja nicht, wo ist denn der? Keine Ahnung. Hast du den weggeschickt? Ja. Oder deine Mama? Mein Papa. Hast du den weggeschickt, den Papa? Ja. Weil gesagt hast, du hast einen Termin mit dem Weihnachtsmann? Ja. Ach so. Ha. Mal Connections muss man haben, ne? Genau. So, wir packen mal Osterteilchen. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Im Übrigen, da ist die Nummer 13. Da. Na? Da ist die 13. So. Weg damit. Lalalalalala. Erstmal wieder die Mütze ziehen. So. Dann stellen wir mal dann über. Und wir haben hier. Guck mal, Luca. Wir haben hier 1, 2, 3 Teilchen. Na, du darfst den Weihnachtsmann doch nicht an der Mütze ziehen. An seinem Zipfel. Das macht man nicht. Dann landet man auf der Unartig-Liste. Warst du denn ein unartiger Junge? Ja. Warst du böse das ganze Jahr über? Nein. Na, siehst du, wollte ich doch sagen. Sonst wäre ich nämlich heute ja nicht hier. Und würde mit dir... Papas Traktor zusammenbauen, ne? Mach mal hittig wieder. Naja, ich hätte es aber schon gern, dass man den Bömmelchen sieht. Okay? So, meine Lieben. Wir holen uns den Schlepper. Da ist er. So. Und jetzt... Ja, Leute, da bin ich wieder. Das ist... Ah. Mann, war das anstrengend hier. Jetzt ist der Weihnachtsmann raus. Aus meinem. Sag mal, was war hier eigentlich los? Wieso sitze ich hier vorm Computer und weiß nichts davon? Was ist denn hier los gewesen? Ich habe mit Weihnachtsmann die Tüte geholt. Tütchen. Das Tütchen hast du geholt mit dem Weihnachtsmann? Ja. Ohne mich? Ja. Meinst du nicht? Das macht man nicht.
Jetzt weiß ich ja, warum mir die ganze Zeit so schwindelig im Kopf war. Weil der Weihnachtsmann in meinem Kopf war? Ja. Vom Nordpol aus? Ja. Hat er sich in meinen Kopf gebeamt? Ja. In meinen Kopf? Nee, in meinen war der. Ach, ach. Ich war doch der Weihnachtsmann, oder nicht? Nein. Gerade. Bis du mir die Mütze abgezogen hast. Nein. War ich nicht der Weihnachtsmann? Nein. Okay. So, meine Lieben. Wir sitzen hier und ja, ihr habt es mitbekommen, der Weihnachtsmann war da. Nee, du warst nicht der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann war da. Du hast doch... Nein. Hatte ich nicht. So. Mein Name ist Hase. Ich weiß von nichts. Man nennt mich auch Bugs Bunny. So. Und jetzt, lass uns mal hier bauen. Jetzt fehlt uns nämlich schon ein Teilchen, was runtergefallen ist. Weil wir beide uns hier nur am Ärgern sind. Merkst du was? Sag mal. Mein Kopf voll mit Rot. Was ist denn hier los? Halleluja. Ja, Muppet. So. Dann lass uns mal bauen. Komm, lass uns jetzt bauen. Also, wir haben jetzt... Erst das. Nee, nix erst das. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Leg das mal bitte dahin. Ich muss die Teile identifizieren, mein Hase. Lass doch mal da... Finger weg jetzt. So, also das scheint das. Das ist das Teil. Zeig mal. So, Moment. Wir müssen erstmal gucken. Lass uns jetzt gucken. Nimm die Finger jetzt weg. Ich weiß doch gar nicht, was hier ist. Luca, bitte. Bitte. Wir müssen doch jetzt erstmal gucken. Nein. Doch, ich weiß nicht, was ist. Ich muss jetzt selber erstmal gucken. So. Huss. Und ich will was trinken. Das müssen wir abkneifen. Du kannst nicht trinken gehen. Warum? Weil wir was abkneifen müssen. Und okay. Das Teil kommt, warte mal. Da dann hin. Da. So, also das Teil kommt dann dahin. Das ist da hinten. Okay, so. Und da müssen wir jetzt was abmachen. So, Papa macht das wieder hier zwischen. Nee, halt das mal gerade. So, bitte. So, na. Oh, nee, das ist so. So. Knipp, knapp. Und Zahne ab. Tipp, tapp und Zahne ab. Kann ich jetzt was denken? So. Nein, jetzt bleibst du hier sitzen, bis die Folge vorbei ist. Nein! Du hast mich geärgert. Nein! Hast du wohl. Du hast mich geärgert. Ich hab dich geärgert? Ja. Womit hab ich dich geärgert? Weißt du nicht, ne? Ha, siehst du? So! Du bist ein Lümmel. Lass mich jetzt was denken. Und? Bitte. So, meine Lieben, jetzt gucken wir mal. Ich habe keine Ahnung. Luca, finde ich nicht lustig mehr. Okay, also, dieses Teilchen hier, die anderen drei legen wir mal weg. Dieses Teilchen muss jetzt, ich hole mal mir ein Stiftchen hier, so ein Schraubenzieher, muss jetzt hier in das Loch und in das Loch rein. Ja, und ich mit meinen dicken Griffeln, wie ein Arbeitskollege sagen würde, steck das jetzt mal hier rein. So. Das war Position. Das war Nummer 1. So. Jetzt haben wir hier ein Teil. Da müssen wir doch noch mal ein bisschen was nach. Ich mach's! Nee, das mache ich jetzt, mein Schatz. Okay. Und ich muss auch jetzt wieder drauf. Ja. Achtung, Füße weg. Sonst sind Füße platt. Und dann erzählst du mir das nochmal mit dem Weihnachtsmann gleich. Warum? Ja, warum nicht?
Ich habe ja wohl ein Recht darauf, das zu erfahren, was das war. Was du und der Weihnachtsmann da abgezogen hat. Du hast gesagt, ich soll nur still sitzen und es passiert nichts. Und dann war der Weihnachtsmann hier, richtig? Warum war der hier? Keine Ahnung. Hast du dem etwa noch gesagt, was du dir wünschst? Haben wir was vergessen? Oder hast du gesagt, der Papa soll mal weggehen, ich will heute prominenten Besuch haben? Ja? Ja. Und warum sagst du das dem Papa nicht sofort? Keine Ahnung. Frechdachs. So, wir machen weiter. Okay, das ist für den Sitz, würde ich jetzt mal annehmen. Lässt du das da bitte liegen? Lässt du das da bitte liegen? Danke, mein Hase. Bitte. Nein. Och nee. Was denn? Ist das abgegangen? Hält ab, sei mal unter die Tage, Papa, mal mit Kleber füllen. Nee, das dürfen wir nicht mit Kleber machen. Warum? Warum? Weil das ist für den Sitz. Warum? Damit man den Sitz hochklappen kann, dann kommt man nämlich hier an diese Kiste dran. Dafür ist das. So. Außerdem macht der Kleber unser Modell sonst kaputt. So. Ah, zack, da haben wir. Da muss ich alles nochmal vorne anmachen. Genau. Einfach. Die Klappe. Und jetzt kommt hier hinten die Kupplung dran für den Anhänger, um einen Anhänger da dran zu machen. Ist keine Kugelkopfkupplung, sondern ist eine Steckkupplung. So. Herr Peins Junior. Ja. Was soll das? Keine Ahnung. So. Das hätten wir auch dran. Und jetzt brauchen wir ein einziges Teil noch. Ich weiß. Und das müssen wir abknipsen. Wo ist die Nummer? Da steht da drauf. Guck mal da. Zeile 50. A oder B? B. Oh, B. Ich weiß, wo das ist. Papa. B? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Ach, da unten. Ich sehe ihn schon. Ich auch. Den Einraster für den. Da. Oh, das ist aber echt ein kleines Teil, hör mal. Pass auf, den einen hier oben macht der Papa. Du knippst jetzt einmal da bitte ab. Da, Mitte. Warte, ich muss einmal. So. Nein. So. Papa hält dran und sagt dir wann. Jetzt. So. Den. Mach ich ab. Ja, meine Lieben. Gestern gab es ja ein kurzes Video. Da war ja nicht viel. Ein Teil, weil wir den Rest vorher schon zusammengesteckt hatten. Dafür wird das Video heute wieder etwas länger. Was ich aber auch ganz cool finde, dass wir so zwischendurch einfach auch mal ein kurzes Video haben. So. Wo wir einfach auch mal nicht so viel haben machen. So. Meine Freunde, und das. Das war's. Wir sind fertig. Also, wir haben hier an der Seite die Kiste aufgebracht. Hier. Wir haben hier die Halterung für den Sitz hingemacht. Wir haben die Kupplung für den Anhänger dran gemacht
und die Kupplungsstange, um den Anhänger zu halten. Das war's. Das war Türchen Nummer 13. Und jetzt hat der Luca für euch noch eine ganz, ganz wichtige Nachricht. Und dazu gibt es nur eine Möglichkeit. Ihr müsst genau hinhören und ihr müsst hinterten. Ihr müsst da oben hingucken. Und zwar in 3, 2, 1, jetzt. Aber nicht länger. Tüti, tüti. Und mach ein Daumen nach oben, dann darfst du auf deine Video passen. Als hätte Länder 2021. Machen Sie dann weiter mit Nummer 14. Super. Dein Fiedertanztes und jetzt hast du den Faden verloren. Macht nichts. Bis. Seid gespannt. Bis morgen. Bis morgen. Euer Luther und euer Deutsche. Volke. Tschüss. Ciao.